Servus, Salve und Hallo. Wir haben Freitag, den 5. März. Es ist 17.30 Uhr. Der DAX handelt noch, geht gerade in die Schlussauktion. Aber den kriegen wir wahrscheinlich hier im Film noch mit. Das vor euch ist der Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche. Und jetzt hole ich es mal ein bisschen näher ran. Die Linien von letzter und vorletzter und vorvorletzter und den Wochen davor, die brauche ich überhaupt nicht zu verändern. Das ist gar nichts. Jetzt gibt man hier relativ gut dieses Vierfach-Top 10. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was allerdings nicht so schick ist für diese Woche, ist dieses Ding hier. Das ist ein sogenannter Inverted Umbrella Doji. Also ein umgekehrt geöffneter Regenschirm Doji. Eingangskurs gleich Ausgangskurs. Das ist nicht so schön auf Wochensicht. Weiter kommt hinzu. Jetzt muss ich mal hier das Fadenkreuz wegmachen. Wir haben über die moderne Sichtweise, sind wir negativ im MACD. Jetzt kommt die traditionelle auch hinzu, auf Wochensicht. Und wir haben nach wie vor das Verkaufssignal über die Stochastik. Also auf Sicht von mehreren Wochen muss ich einfach negativ bleiben und muss fest davon ausgehen, dass wir wenigstens die 13.300 sehen. Jetzt gehen wir mal zur Tagessicht. Ich habe neulich einen schönen, ich weiß nicht, ob es ein Verschreiber war oder ernst gemeint war, Spruch gelesen. Der Zustand des Marktes ist besäufniserregend. Was habe ich gelacht? Das Ding hat mir den ganzen Tag gerettet. War herrlich. Ich selbst bin im Index nach wie vor so gut wie gar nicht drin. Ja? Also hier springen manche Aktien ziemlich wild hin und her. Allen voran momentan auch diese ganzen Kiffer-Aktien wieder. Wenn ich mir vorstelle, Tilray, ich schaue gerade eben drauf, die waren vor 3 Wochen waren sie bei 60. Jetzt sind sie bei 15. Das springt schon ziemlich wild hier hin und her. Wie auch immer, das ist der Tag. Nach wie vor sind die Bänder sehr, sehr eng. Ich habe einen Unterschied von 341 Punkten. Das ist einfach nur sehr, sehr wenig. Bis vor wenigen Minuten waren wir hier genau zwischen 10 und 20 Tagelinien. Jetzt sind wir ein bisschen runter. Im Moment rechnet der Index bei 13.926. Aber wir schließen unter 10 und unter 20 Tagelinien. Ist nicht so schön. Vom MACD her, das ist hier bei mir mehr neutral als sonst irgendwas, aber die traditionelle Sichtweise kippt auch hier runter. Wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik und, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen aufdrösel, auch eine negative Divergenz. Schauen Sie mal hier, da war das erste hoch und die Technik war hoch. Dann haben wir das zweite hoch und die Technik kommt schon gar nicht mehr mit. Jetzt hatten wir das dritte hoch, sogar ein richtiges All-Time High und die Technik kommt noch weniger mit als hier. Das sind negative Divergenzen. Ich handle die nicht, aber ich will wissen, wenn es welche gibt. Ich hatte gesagt, dass die Linien, die habe ich jetzt seit Wochen nicht verändert. Ich sehe auch keinen nennenswerten Grund dazu. Wir haben also hier oben den Bereich von 14.168. Hier unten haben wir die 13.656. Und dann weit abgeschlagen, aber in Schlagdistanz irgendwie die 13.110. Das sind die drei wichtigen Chartpunkte. Ich möchte es mal für mich so festmachen, wenn wir mit Schlusskurs unter dem unteren Band schließen, schauen Sie sich zum Beispiel mal zum Vergleich den Nasdaq an und die Bänder dann anfangen aufzugehen, idealerweise schnell und hart nach oben und nach unten, dann ist die Party hier vorbei. Trotzdem muss ich aber auch eins dem Markt konsidieren, er hält sich verglichen mit den ganzen anderen Indizes erstaunlich gut. Wundert mich. Ich glaube nach wie vor, dass das Gros der Markt, des Marktes, der Marktteilnehmer eher negativ gestimmt sind und ich hätte immer noch die Hoffnung oder ich hatte die auch hier, dass wir endlich nochmal 100, 150 Punkte drauflegen, aber wir machen es nicht. Ja? Wir haben hier ein fettes Plateau, was sich verbindet mit dem oberen Band, das wird schwierig, da durchzukommen. Also zumindest mit Schlusskursbasis. Aber es ist nichts unmöglich. So, von den Scheinen her. Für jene von euch, die glauben, dass wir hier drüber gehen. Ich habe keine Meinung zum Index, gebe ich ehrlich zu. Ich werde also, pack das auf die Watchlist, aber ich werde es nicht handeln. Die Signale sind mir einfach zu gering. Aber ich habe diesen Schein hier mitgebracht, einen 13.214er. Da sind wir noch hier drunter, unter dieser Kerze, ungefähr hier. Das wäre für den Fall, dass wir wirklich mal das Alltime rausnehmen mit Schlusskurs und nicht nur so ein Ding machen, hoch und dann, Dankeschön, das war's. Das ist dieser hier, 13.214er, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer G. Ist das ein B oder ein 8? Moment mal. GF8ZFB. Gustav Friedrich 8, Zeppelin Friedrich Bertha. Das wäre dieser Schein. Der käme dann in Frage. Beim Mittwochs nenne ich dann einen, der ist dann hier immer drunter. Das habe ich auch letzten Mittwoch gemacht. Den gibt es immer noch. Ja, der hat einfach ein bisschen mehr Drehzahl. Schauen wir mal nach dem Short.
Weil dieser Schein hier, der hat also einen 19er Hebel, den ich eben genannt habe. 19er Hebel ist weit weg, also von der Basis her. Deswegen nehme ich mal einen, der ein bisschen näher ist, und da komme ich an diesen hier. Das ist 14.410, da sind wir hier. Das wäre ein Schein, der drankommt, wenn wir hier diesen Bereich, die 13.656, unterbieten. 14.410 ist im Moment ein 31er Hebel, der wird natürlich dann dementsprechend kleiner sein. Und das ist die Kennnummer Gustav Dora 7, Nordpol Friedrich Qualle, GDFNFQ. Haben wir schon einen Schusskurs? Also wir rechnen gerade eben 13.920 im DAX. Es bleibt schwierig. Deswegen dieser Spruch, der Zustand des Marktes ist besäufniserregend. Also ich kann mich da die ganze Woche drüber beäumeln. Finde ich herrlich. Hier schneit's. Ich hoffe, es wird ein schöneres Wochenende. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.